Adolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Kann ich da eigentlich? Nee. Die hat eine Quest für uns. Aber wir looten mal kurz. Und da ist noch irgendwie... Oh, da ist zu. Ist das eine Seite? Ah, nee, da ist was. Seit wann sind die Points of Interest eigentlich alle eingezeichnet? Habe ich da irgendwas gelernt für? Rebellion. Kürbislimo. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Modegetränk mit Kürbisgeschmack. Igitt. Es ist hier noch nicht sehr beliebt wie Butterbier. Igitt, igitt. Aber das könnten wir ja ändern. Nein. Sagte ich schon nein. Schmeckt beides wahrscheinlich furchtbar. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen da unten mal noch die Kollegen mit, die ich auf der Map sehe. Aber wenn ich gucke, wie tief das runtergeht, ist das vielleicht keine gute Idee. Guter Bier. Igitt. Allein der Gedanke ist furchtbar. Incendium. Ich war es nicht, das war schon so, ich schwör's. Ja, nehme ich, wenn ich darf. Level 17. Plus 5 auf Angriff. Gekauft. Achso. Oh, Moment. Eieiei. Ich meine, ich finde das ja ganz cool mit den Stäben und so. Aber es wäre nice, wenn das auch was bringt, also skilltechnisch oder so. Ich meine, kommt vielleicht noch. Der sieht auch nicht schlecht aus, ne? Den hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Der ist ganz gut. So optisch gesehen. Kann ich hier einfach, Achso, da ist die Leiter. Ich wollte gerade sagen, wo geht's hier runter? Rebellio. Ah, die Keramikmaske, die hatten wir schon mal und haben wir dummerweise verkauft. Da gucken wir mal. Oh ja, die ist besser. Aber ich möchte nichts auf der Nase haben. Dankeschön. Oder im Gesicht. Könnt ihr euch aussuchen. Rebellion. Es ist, Moment, das hätte ich ja jetzt fast übersehen, das ist ja sträflich. Revelio. Ne, macht nichts. Okay, ist in Ordnung. Warum auch immer. Geist.
Wir müssen dann gleich mal gucken, ob hier ein Händler sich rumtreibt. Weil verkaufen ist dann wahrscheinlich auch gleich wieder an der Tagesordnung. Die Bude war zu, ne? Ja. Aber hier sind noch Sachen, an die wir bestimmt drankommen. Toll. Lanrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Mist. Brücke, Kerzen anmachen? Okay. Eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Was ist denn Ihrem Bruder so passiert? Wie kam Ihr Bruder Bardolf nach St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Renrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Klingt jetzt nicht so, aber ich kümmere mich mal drum. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Das kriegen wir schon hin. Und wenn dann... Nicht in Angst leben müssen. Das ist unsere Heimat. Hat sich die Lage mit Renrocks Anhängern verbessert? Leider nicht. Ich fürchte, mein Bruder ist nur einer von vielen, der unter ihnen gelitten haben wird, bis sie endlich weiterziehen. Falls sie weiterziehen. Okay. Sieht aus wie eine Händlerin, ist sie nicht. Rebellion. Blöd. Da ist zu, da ist... Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Ja. Wir sehen uns vor. Und um. Schade, dass Bardolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hat... Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein,
Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Jetzt weiß ich viel mehr. Im Laden sein, wenn Sie mit ihr reden wollen. Ja, das haben wir schon. So. Was geht's los hier? Wir sind alle bescheuert hier. Ah, da sind Sie ja. Schön, dass Sie meinem Rat gefolgt sind. Die Distel der Zauberwelt, Helen Thistlewood. Erinnerung einer Aurorin. Ach du Heiligen. Der Ruhestand ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich genieße ich die Freizeit, aber den Nervenkitzel einer Jagd auf magische Wesen und Zauberverbrecher fehlt mir doch, ich weiß. Wir wollten nicht offen sagen, dass wir das Chaos bei unserer Arbeit schätzen. Aber nichts kommt an die Aufregung heran, die man bei der Verfolgung eines vulkanischen Eisenbauchs durch eine Muggelstadt empfindet. Vor allem, weil im Anschluss alle Muggel, die dich gesehen haben, die Oblivate belegen werden müssen. Nur geringfügig weniger spannend. Knollen den Plan eines schwarzen Magiers zu vereiteln. Das Ministerium mit einer Armee chinesischer Kaukohl zu übernehmen. Was für ein Ding. Wenn das Ministerium endlich alle meine Fälle veröffentlicht, werden meine Nachbarn mich in einem völlig neuen Licht sehen. Die alte Madame Thistlewood am Ende der Straße ist diejenige, die diesen und jenen üblen Burschen nach Azkaban gebracht hat. Im Moment kann ich das Verlies nur andeuten, da ich sonst Dinge verbreiten müsste, die strengster Geheimhaltung unterliegen. Ich würde nur ungern meine ehemaligen Kollegen zwingen, mich selbst nach Azkaban zu bringen und einzusperren. Wahrhaftig kein behaglicher Gedanke. Nun, ich sollte wohl in meinem Garten nach dem Rechten sehen. Die Hasenglöckchen haben diese Jahreszeit sehr schwer. Ach, das waren die Dinger, die getrötet haben, die Hasenglöckchen. Rebellion. Liebe Schwester, es ist schon einige Zeit her, dass wir uns gehört haben. Ich stehe die Dinge im Ministerium. Wir denken oft an dich und hoffen, dass es dir gut geht. Es wird dich freuen zu hören, dass wir uns als mit deiner Entscheidung, Aurorin zu werden, abgefunden haben. So gefährlich dieses Leben auch ist, du musst dein Leben und deine eigenen Wege finden. Du hast dich entschieden, dein Leben in dem Dienst der Welt der Zauberei zu stellen. Ich bin stolz auf dich, Schwester. Ich bin stolz auf dich, Schwester zu nennen. Entschuldigung. Es ist spät. Da fällt Lesen schwer. Generell. Ich muss dir jedoch berichten, dass es etwas Seltsames vorkommen könnte. Es scheint, als hätten sich ein Troll in den Zugtunnel in der Nähe der Stadt häuslich eingerichtet. Ich fürchte, den armen Ding ist eine tragische Lektion über den grundlegenden Gesetze der Geschwindigkeit und Kraft am Beispiel von Lokomotiven vorherbestimmt, schreibe ich dir bald. Eddie Thistlewood. Okay. Der arme Troll. Rebellion. Er fühlt sich dann wahrscheinlich getrollt. Wir reden gleich mit Helen. Die Distel der Zaubererwelt. Ach so, das hatten wir schon. Das liegt hier zweimal rum. Okay. Warum auch immer. Dreimal. Hi, Helen. Ich möchte mich vorstellen. Ich habe mit deinem Gemälde geredet. Mit deinem Urahn. Madame Thistlewood, ich habe Ihren Großonkel in seinem Porträt im Gemeinschaftsraum getroffen. Er schickt mich. Schön, dass Sie hier sind. Onkel Eldridge glaubt, dass das Buch und dessen fehlende Seiten für einen ungelösten Fall aus meiner Zeit als Aurorin relevant sein könnten.
Also gut, ich bin ganz Ohr. Vor Jahrzehnten verschwand der Schüler Richard Jackdaw nach einem Treffen mit einer gewissen Anne. Seine Leiche wurde nie gefunden. Als sein kopfloser Geist in Hogsmeade auftauchte, ohne zu wissen, wie er gestorben war, wurde Anne des Mordes bezichtigt und nach Azkaban geschickt. Zum Großteil war das der Aussage von Apollonia Black geschuldet. Sie war wohl eifersüchtig auf Anne. Schrecklich. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen kann. Annes Alibi war etwas verworren. Sie sagte, Jackdaw habe ihr Abenteuer versprochen. Mit einer Karte auf ein paar Seiten, die er von Peeves gestohlen hatte. Sie denken, Peeves hat diese Seiten aus dem Buch gerissen, das ich in der verbotenen Abteilung fand? Wenn man meinem Großonkel glauben mag, ja. Zumindest ist das die Vermutung der Porträts in Hogwarts. Anne zufolge hat Jackdaw sie gebeten, mit ihm der Karte zu folgen. Aber zuerst sollte sie einige Rätsel lösen, die er ihr aufgab. Seltsame Art anzubandeln. Sie behauptet, sie habe nicht einmal sein erstes Rätsel gelöst und ihn folglich auch nicht getroffen. Jackdaws Geist verschwand fast so schnell, wie er aufgetaucht war. Ohne Jackdaws Rätsel, die Seiten oder seine sterblichen Überreste, wurde Anne allein aufgrund von Apollonias Falschaussage nach Azkaban geschickt. Ich verstehe nicht. Wie kann ich helfen? Ich glaube, dass Anne das erste Rätsel inzwischen gelöst hat. Aber nach ihrer Zeit in Azkaban ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie spricht mit niemandem, dem sie nicht traut. Und sie traut niemandem. Wenn jemand wie sie mit ihrem Wissen um die Seiten mit Anne sprechen würde, könnte sie neue Informationen preisgeben. Ich will lieber nicht nach Azkaban. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Leider nein. Sie kann nicht weg. Einen Schüler zu sehen, gibt dir vielleicht genug Antrieb, sich selbst zu retten. Ich würde so etwas Drastisches nie vorschlagen, wenn es eine andere Lösung gäbe. Meine frühere Tätigkeit als Aurorin hat seine Vorteile. Wir können direkt neben ihr apparieren. Ich habe Minister, Professoren und viele andere an diesen verfluchten Ort gebracht. Schüler noch nie. Aber ich passe gut auf sie auf. Sie sagten, Jackdaws Geist sei kurz aufgetaucht und dann verschwunden. Wo könnte er hin sein? Ich weiß es nicht. Offenbar war er schon immer etwas rastlos, wollte ständig Abenteuer erleben. Wenn ich raten müsste, hatte er genug von Schottland und ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Ich wüsste gerne mehr über Anne. Das arme Kind. Sie war nie sonderlich klug und dieser Mangel an Intellekt wurde ihr zum Verhängnis. Ich vermute, dass Jackdaw und Apollonia nur mit ihr gespielt haben. Wer hätte denn mit seinem Tod gerechnet? Azkaban hat ihr zugesetzt. Sie macht mir Vorwürfe, weil ich ihre Unschuld nicht bewiesen habe. Ich würde ihren Namen gern reinwaschen. Können Sie mir mehr über Apollonia Black sagen? Ein elendes, rachsüchtiges Mädchen. Sie behauptete, dass Anne gedroht habe, den Jungen zu töten, der ihr Herz gebrochen hatte. Der Einfluss der Blacks auf gewisse Leute im Ministerium und die Tatsache, dass Anne muggelstämmig ist, besiegelten ihr Schicksal. Na schön. Dann los. Machen Sie sich bereit. Wir apparieren gemeinsam. Keine Sorge, mir ist noch niemand zersplintert. Bitte was? Bis bald und passen Sie auf an diesem furchtbaren Ort. Es dauert nur einen Moment. Cool. Ich meine, hey, willkommen in Azkaban. Na, vielen Dank. Haben wir uns verlaufen? Das sollte sie erstmal fernhalten. Womöglich verspüren sie jedoch eine Welle der Verzweiflung. Sie wird vorübergehen. Vielen Dank für die Warnung. Es ist ein wirklich trister Ort. Aber wir werden nicht lange bleiben. Folgen Sie mir. Schön aufpassen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Azkaban mal von innen sehe. Diese Dementoren. Nicht mal ich konnte das Ministerium dazu bringen, sie wegzuschicken. Solche Monster braucht es nicht.
Tja. Vorsicht vor Anne. Sie ist schon viel länger hier als der Rest von uns. Ja, ich kann nicht zaubern, kein Revelio, kein nichts. Meinem Zauberstab würde ich euch alle in Crucio verpassen. Ha. Du jagst mir keine Angst ein. In Hogwarts lehren sie so wenig von dem, was man wissen sollte. Über deiner Begleiterin hängt eine dunkle Wolke. Ich fühle es. Kann ich da eigentlich? Naja, besser nicht. Es kommt jemand, um mir Essen zu geben? Ha! Ist da wer? Das wird mir in der Schule niemand glauben. Denken Sie daran, dass Anne schon lange hier ist. Die Dementoren sind nicht nett. Haben Sie Geduld und sprechen Sie leise und respektvoll mit ihr. Wir sollten das in der Schule gar nicht erzählen. Wer ist da? Wer spricht mit mir? Der Tod, der mich endlich holen kommt. Ach, du Schande. Ich bin ein Schüler aus Hogwarts. Ich habe das Buch gefunden, das sie entlasten soll. Ah, das Buch, das ist es, was ich suche. Im ganzen Land kein Magier die Seiten fand. Der tückische Halunke in seine Höhle sich stahl. In Upper Hooksfield entschied sich mein Schicksal. Sie meinen, die fehlenden Seiten sind in einer Höhle? Bei Upper Hooksfield? Hooksfield, die Ruine ein Gewölbe enthielt. Ein Gewölbe in Ruinen bei Upper Hooksfield. Ich schätze, ich könnte nachsehen. Es ist wert den Versuch. Sieh nach. Finde die Seiten aus deinem Buch. Helen, ich weiß, du bist hier. Komm etwas näher zu mir. Was ist denn? Das war nicht so gut, denn Sie sind verletzt. Gehen Sie. Die Höhle. Sie sind in Sicherheit. Sie haben, was Sie brauchen. Ich schaff's schon, sobald ich... Nun. Das würde ich auch gerne können. Aber, Madame Thistlewood, ich... Na gut. Ich finde Jackdaws Höhle. Wie weit sind wir denn weg? Ja, geht. Das ist nicht so weit. Revelio. Ja, da sollten wir nicht runterfallen. Ja, hier auch nicht. Schön ist das alles hier, ne? Und trotzdem. Riesen Scheiß groß. Revelio. Oh. Revelio. Gott sei Dank, was ist das? Was sind die Viecher hier? Oh, da ist eine Truhe.
sind, Leute. Warum wird das hier so grün? Und es sind keine Leute, es sind Viecher. Was zum Schmeißen? Nee. Ach doch, das da. Am Fluss vorbei? Beim Wald. Hier muss ich richtig sein. Ins Handy. Sehr schön. Da oben. Dort üben. Merlins Aufgabe. Revelio. Da drüben, ne? Dann nehme ich die nochmal flott mit. Und einen Händler, dann kann ich gleich mal Zeug verkaufen. Das ist doch passend. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, ist ja auch nicht so schwer, ne? Die machen wir gleich mit der Kugel. Wir müssen erstmal mit ihm hier kurz quatschen. Weil, Zeug verkaufen. Ja, moin. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja. Verkaufen ist natürlich ganz praktisch, was ich... Genau. Das kann alles weg. Ich kann nicht einfach Schlag alles verkaufen, das geht nicht, ne? Es war mir ein Vergnügen. Danke, war es bei mir auch tatsächlich, weil Geld. Mir die Mumpel da oben mal runterfeuern. Incendium. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Nö. Noch eine und dann haben wir mehr Taschenplatz. Ich hab nur Befehle ausgeführt. Mist. Revelio. Ich hab nur Befehle ausgeführt. Wovon redet er? Okay, noch einer von den Kollegen. Ach, verdammt. Protego. Ich vergesse Protego irgendwie immer.